Ja, heute habe ich mir gedacht, mache ich dann zuerst mal den Vlog, wo ich so ein bisschen sage, wo geht es eigentlich lang auf unserer Karibikroute, mit was für ein Schiff fahren wir und so weiter. Und jetzt mitten so in den Vorbereitungen, morgen, wie ich es in dem anderen Video erzählt habe, kommen dann unsere Freunde oder ein Teil von den mitreisenden Freunden zu einer Besprechung. Ja, und ich dachte, ich zeige euch als erstes mal ein paar Bilder von dem Schiff, mit dem wir fahren, denn da kann ich schon Bilder zeigen, im Gegensatz zur Route, wo alles Orte sind, wo wir noch nicht waren, sind wir mit dem Schiff schon gefahren. Und zwar ist das die Oasis of the Seas von Royal Caribbean. Ja, das Schiff, ist einfach mega. Damals, als wir mitgefahren sind, war es das größte Kreuzfahrtschiff der Welt, gehört zur Oasis Class. Ja, und mittlerweile hat es ja schon einige Schwesternschiffe, die dann auch wieder ein ganz kleines bisschen größer sind. Das macht da, glaube ich, so ein paar Meter, Zentimeter vielleicht auch aus, wie auch immer. Aber offiziell ist eben im Moment die Symphony of the Seas das größte Schiff, gehört eben auch dazu. Mit der fahren wir im Übrigen nächstes Jahr, ist schon gebucht. Aber zurück zur Oasis. Also damals war es ja das allererste Schiff aus dieser Klasse und das ist einfach mega. Ihr werdet ja gleich schon so die ersten Bilder sehen, die ich dann einbaue. Aber nur so ein paar, weil wir machen natürlich jetzt auch noch neue Bilder. Denn die Oasis befindet sich im Moment auch in Cadiz in der Werft und wird nochmal ein bisschen aufgepimpt. Das heißt, da werden noch so ein paar Verschönerungen wieder gemacht und sie bekommt zum Beispiel auch diese Ultimate Abyss. Das ist so eine ganz große Trockenrutsche, die geht über mehrere Decks. Die haben die anderen Schwesternschiffe außer Oasis Class schon alle an Bord und die Oasis hatte das eben noch nicht. Ja, und das wird zum Beispiel da noch mit hingebaut. Wir kennen diese Rutsche schon. Ich selber nutze sowas nicht, muss ich gestehen. Aber vielleicht einige andere, die von uns mitfahren, dass die da Spaß dran haben. Sieht ganz cool aus. Auch wenn ich persönlich sagen muss, es verdirbt ein bisschen den Blick übers Heck. Ihr werdet das vielleicht dann sehen, wenn ihr jetzt das mit den Bildern, die wir jetzt gleich sehen, vergleicht. Da kann man schön ganz vom Boardwalk her bis hinten ins Aquatheater gucken und das wird so ein bisschen versperrt, weil diese Rutsche eben genau dort endet. Sei es drum, jetzt erstmal ein paar Eindrücke von dem mega coolen Schiff, noch so wie wir es kennen, und dann bin ich gespannt, wie das dann aussehen wird, wenn wir es dann im Dezember in Miami wiedersehen. Von ein paar alte Fotos von uns, von diesem mega genialen Schiff. Es ist sicher nicht für jedermann geeignet und nicht jedermann findet es toll. Also wir hören auch ganz oft, wie, nee, das hat ja mit Schiff nichts mehr zu tun. Da ist ja alles überfüllt und so weiter. Können wir gar nicht bestätigen. Also wir sind auch schon mit recht kleinen Schiffen gereist. Da war es teilweise viel enger und überfüllter als auf diesem wirklich riesigen und großzügigen Schiff. Das verteilt sich so toll, also auch an Seetagen oder so. Wir haben eigentlich immer irgendwo ein schönes Plätzchen gefunden und so. Auch teilweise was, wo man wirklich fast alleine steht und aufs Meer schauen kann. Also das ist wirklich ein Vorurteil, was so nicht bestätigt ist. Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass einige einfach sagen, nee, das ist für mich kein Schiff, ich muss relativ nah am Wasser sein, wenn das irgendwo da oben am Deck 16 oder so stehe, ist mir das zu hoch. Muss auch jeder selber wissen, aber wir können nur sagen, generell die Schiffe von Royal Caribbean, die sind so genial. Man kann so viel machen, alleine hier jetzt bei der Oasis of the Seas mit dem Central Park, echte Pflanzen, das ist schon genial. Also von dem ganzen Showkram mal abgesehen, der eben auch mega ist und Broadway-Qualität hat, Eisshow, die Aquatheater-Show. Aber dazu werdet ihr noch ganz viel sehen, dann wenn wir eben an Bord sind auf der neuen Reise jetzt. Da werde ich natürlich entsprechend filmen. Ja, aber so als kleiner Vorgeschmack schon mal. Ja, los geht's für uns ja, wie gesagt, am 27., also direkt nach Weihnachten. Wir fliegen dann mit
Lot heißt das Ganze. Ich muss jetzt immer, ich habe hier noch so einen kleinen Spickzettel so für genaue Daten und so weiter, weil alles kann ich mir immer nicht merken. Das waren relativ günstige Flüge. Wir fliegen erst über Warschau, also von Düsseldorf. Da geht es 7.20 Uhr an dem 27. los und dann sind wir irgendwo 9.15 Uhr, genau, in Warschau. Haben dann da auch ein bisschen Zeit, bevor es dann um 12.15 Uhr weitergeht nach Miami, wo wir dann 17.50 Uhr Ortszeit dann landen sollten, wenn alles so klappt, wie es soll, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen. Wir haben dann noch Zeit, denn auf Schiff geht es eben erst am 29. und haben dann eben noch ein Hotel dort. Meine Freundin mit ihrer Mama, die werden schon Weihnachten dort in Miami verbringen, die fliegen also schon früher. Wir hätten eh nicht zusammenfliegen können, weil die einfach aus einer ganz anderen Richtung kommen. Wie gesagt, die sind im Allgäu, die werden ab München fliegen. Da macht das dann nicht wirklich Sinn. Und von daher, und die haben dann gesagt, Mensch, wir möchten da auch ein bisschen mehr von machen. Und ich bin eher so ein Typ, der sagt, ich möchte Weihnachten hier zu Hause, Familie, bei meinen Eltern, bei der Schwiegermama und Schwägerin und so weiter. Weihnachten ist so für mich immer noch was, wo ich sage, das muss zu Hause. Ja, also wie gesagt, wenn wir dann da in Miami ankommen, haben wir halt Zeit. Dann werden wir schauen, was wir überhaupt so machen abends. Werden wir noch ein bisschen das Nachtleben dort genießen, uns das Ganze mal angucken. Für uns ist ja, für alle ist das erste Mal Miami. Für die anderen sogar alle auch das erste Mal USA. Wir waren ja eben letztes Jahr drüben. Ja, und dann geht es am 29. eben relativ zeitig zum Hafen. Wir bevorzugen es immer ganz früh da zu sein, damit wir dann auch wirklich, sobald das Schiff freigegeben ist und sobald gebordet wird, dann auch an Bord können. Das geht eigentlich mal alles ganz fix bei Royal Caribbean. Ja, und dann wartet als allererstes eben ein Seetag auf uns. Das heißt, da können wir dann wirklich das ganze Schiff genießen. Kann ich den anderen auch mal zeigen, was einfach so faszinierend ist, da alles zu machen ist. Shows und so weiter haben wir schon gebucht, beziehungsweise die Plätze reserviert. Das ist zwar alles im Reisepreis mit drin, aber es wird eben empfohlen, das vorab zu buchen, damit man die Plätze mindestens bei einer Show dann sicher hat. Man kann dann auch immer 15 Minuten, bevor die Show losgeht, auch so sein Glück versuchen. Aber wir haben jetzt gesagt, da wir auch so viele sind, also 7 Leute insgesamt, dass das eben auch vernünftig klappt, haben wir einfach schon mal so ein bisschen was reserviert. Das habe ich, oder beziehungsweise hat mein Mann dann übers Internet gemacht. Es gibt ja auch so eine App dazu und so weiter. Ja, und dann geht es also via Seetag und am zweiten Tag sind wir dann, das muss ich doch mal selber erstmal gucken, ich bringe die Route immer durcheinander. Also mittlerweile weiß ich zwar überall, wo wir hinkommen, aber ich vertausche die Tage irgendwie immer. Wir sind dann am Silvester quasi oder am Silvestertag auf Labadie. Das ist Haiti und das ist die Privatinsel von Royal Caribbean. Neben Coco Cay eben auch so eine Insel, die nur von den Schiffen, von diesen Schiffen dann dieser Teil dort angefahren wird. Da werden wir so nichts groß gebuchtes oder geführtes machen, sondern da gehen wir einfach so vom Schiff. Da ist auch für alles gesorgt, weil das Essen und so weiter kommt von Bord. Wir haben ein Getränkepaket gebucht, auch das können wir dort an Land nutzen, weil es eben die Privatinsel ist. Ja, und dann mal schauen, was sich da ergibt. Einfach am Strand relaxen. Vielleicht will der ein oder andere dort diese riesige Zipline, die ja dort ist, nutzen. Ist dann allerdings, das kostet dann eben zusätzlich. Während auf dem Schiff eine Zipline ist, die übers ganze Deck quasi um oberhalb des Central Parks so rüberführt, die ist im Reisepreis drin. Aber die große auf Labba, die eben, da muss man dann extra bezahlen. Ähnlich wie wenn man dann noch da irgendwie Wasserski oder sowas, beziehungsweise Jetski oder sonstiges machen möchte. Aber da schauen wir einfach mal, da lassen wir uns dann treiben und gucken mal. Abends gibt es dann das erste Mal Silvester auf See für uns. Das wollte ich irgendwie immer schon mal machen. Und jetzt machen wir das eben und es ist besonders toll, dass wir da eben auch die Freunde dabei haben. Ich habe mir das schon mal so ein bisschen in YouTube-Videos und so weiter angeguckt von anderen, die Urlaubsvlogs drin haben. Da ist dann ganz wirklich ganz viel los auf dem Schiff. Gut, Feuerwerk wird es wohl nicht geben. Das ist ja auf dem Schiff auch so eine Sache. Aber dafür alles andere ganz mega. Und ich glaube, das können die Amis recht gut. Royal Caribbean sowieso. Und da freue ich mich schon drauf. Ja, wir müssen dann allerdings aufpassen, dass wir nicht irgendwie zu sehr abstürzen. Gerade mit Getränkepaket hat man ja auch alle Cocktails, alles Mögliche mit drin. Denn am nächsten Tag sind wir dann in Falmouth, Jamaika. Also es gibt wirklich Schlimmeres, als das neue Jahr dort zu begrüßen. Da haben wir jetzt das gemacht, was wir sonst seltener machen. Und zwar haben wir direkt über Royal Caribbean vom Schiff her was gebucht. Wir werden da alle zusammen mit
der Reisegruppe dann eben oder mit diesem, bei diesem Ausflug zu diesen Duns River Falls fahren, machen dann auch noch diese grüne Grotten- oder grüne Höhlenbesichtigung dort. Das soll sehr schön sein. Und da wir da recherchiert hatten und das im Vorfeld oder auf eigene Faust nicht wirklich wesentlich günstiger hätte werden können, haben wir dann halt gesagt, buchen wir das so, dann sind wir auf der sicheren Seite, weil wir waren da ja auch noch nie und dann sind wir alle zusammen und das ist dann eben, ich sage immer, wenn die Ausflugspreise so einigermaßen okay sind, das waren jetzt irgendwie umgerechnet 71 Euro, die wir da bezahlt haben pro Person, das finde ich dann völlig okay, aber es gibt eben auch immer Sachen, die total überteuert sind und wo ich dann sage, nee, das geht auf eigene Faust entspannter und wesentlich günstiger und dann gucken wir halt vorher immer. Nur hier hat sich es eben angeboten und der Preis ist auch völlig okay. Und von daher freuen wir uns darauf, sind schon ganz gespannt. Ich bin dann ja auch immer so, wir gucken so viele YouTube-Videos, wenn auf dem Fernsehen nichts läuft, was ja eigentlich meistens der Fall ist bei dem komischen Programm. Dann schauen mein Mann und ich uns gerne solche Videos an, gucken dann auch gezielt nach Orten, wo wir dann auch sein werden. Ja, und da haben wir das gesehen und haben gesagt, das sieht ganz toll aus. Bisschen Bedenken habe ich natürlich, wenn wir dann mit den ganzen Ausflüglern da, also in diesen Gruppen gehen, dass es dann ja halt recht voll ist. Wir bevorzugen immer recht früh von Bord zu gehen und dann meistens so diesen großen Ansturm schon zu umgehen und dann das meiste schon zu haben, zumindest so, dass man vernünftig Fotos und so weiter machen konnte. Das geht jetzt halt so nicht, weil man ja auch schon mit den Gruppen dort losfährt. Aber gut, es ist nun mal so. Und was soll man sich über Massentourismus aufregen? Denn irgendwo ist man ja selber ein Teil davon und man will es ja sehen und dann wird das schon trotzdem toll. Ja, jedenfalls, wenn wir da dann wieder an Bord kommen, liegt vor uns wieder ein Seetag. Das heißt, was wir dann an Silvester an Party gemacht haben und dann an Neujahr nicht richtig auskurieren konnten, da ist dann einen Tag später wieder Zeit, das Schiff zu genießen, sich einfach auszuruhen, was auch immer man dann machen will. Das werden wir dann sehen. Da gibt es ja so vieles auch an Shows, an Programmen und mal sehen. Also da legen wir uns nicht groß fest. Ich weiß jetzt nicht genau, für wann wir welche Shows jetzt irgendwo gebucht haben. Das habe ich mir jetzt noch nicht aufgeschrieben. Das können wir dann auch jedes Mal im Bordprogramm schauen. Aber ansonsten ist nicht groß irgendwie, dass wir was geplant haben. Spa oder sowas ist eh nicht mein Ding und auch völlig überteuert auf dem Schiff. Das würde ich auf dem Schiff nie machen, muss ich so sagen. Aber vielleicht auch, weil es nicht so meins ist. Und dann relaxe ich lieber irgendwo da im Solarium oder so. Also da wird sich was finden. Ja, den nächsten Tag, nachdem wir dann einen Seetag hinter uns haben, erreichen wir dann Mexiko, Cozumel. Ist dann leider im Prinzip schon die letzte Station, wo es an Land geht. Da haben wir dann außerhalb was gebucht. Da bin ich über Facebook, über so eine Gruppe aufmerksam geworden. Das Ganze heißt Leon Tours und da hatte ich ganz, ganz netten Kontakt mit der Birgit, die das da wohl auch alles macht und hat uns dann ein paar Sachen aufgeschrieben, die dort veranstaltet werden, auch gerade für Kreuzfahrer, was dann auch vom Zeitrahmen her passt, ne, weil da muss man ja auch immer drauf gucken, Schiff hat ja eine bestimmte Zeit, wann es wieder losgeht. Ja, und da haben wir jetzt für 69 Dollar pro Person, 14 Dollar musste jeder anzahlen, den Rest müssen wir vor Ort zahlen. Eine fünfständige Jeep-Tour über die Insel gebucht. Da wird uns also die Insel via Jeep gezeigt. Es ist dann auch noch so eine Tequila-Verköstigung und so weiter mit drin. Also da werden wir viel sehen von der Insel in der kurzen Zeit, denke ich. Vor allen Dingen dann auch ein bisschen was erzählt bekommen. Soweit ich weiß, ist das dann die Tour, die in Englisch ist. Aber ich sag mal, das meiste, ich habe wenig Probleme damit. Vieles verstehe ich. Also ich glaube, mein Englisch ist jetzt nicht, wer weiß wie toll, aber so, dass ich doch schon dem folgen kann und dann so die Eindrücke, das Wichtigste mitbekomme. Ja, und das fanden wir eigentlich ganz gut und auch vom Preis-Leistungs-Verhältnis dann mit Sicherheit top. Gute Bewertungen in den Gruppen haben viele geschrieben, die das schon gemacht haben und die da sehr zufrieden waren. Also da denke ich, dass wir da nicht groß was falsch machen können. Ja, und einen Tag später ist dann der letzte Seetag, der letzte Tag auf dem Schiff, bevor wir dann am 5. Januar wieder in Miami erreichen. Wir haben dann noch eben den ganzen Tag, wenn wir anlegen und vom Schiff sind, dort und auch am nächsten Tag noch ein paar Stunden, denn unser Flug geht dann erst wieder am 6. abends um 20:20 Uhr. Wir fliegen wieder über Warschau, müssen dort wieder umsteigen. Ja, aber das ist dann halt so, aber dafür war der Flug mit etwas um die 600 Euro auch relativ günstig. Wir hatten davor, als wir uns entschieden hatten, so eine Route zu machen, schon so ein bisschen geschaut, wie sind die Flüge nach Miami.
und hatten da meist so um die 700 € und aufwärts. Und von daher haben wir dann gesagt, gut, dann steigt man eben um. Die Zeiten sind so, dass genügend Puffer ist. Wenn das zu eng ist, hätte ich zu viel Schiss, wenn da mal was ist. Aber das sieht ganz gut aus. Und von daher ist das dann eben so. Ich sehe es positiv, weil dann kann ich auf einen Flug quasi zweimal starten, zweimal landen. Ist ja auch toll für mich mittlerweile. Früher hätte ich wahrscheinlich gesagt, um Gottes Willen. Ja, und das ist dann so, dass wir dann eben, wie gesagt, wieder zurückfliegen. Wobei man sagen muss, die Silke und ihre Mama fliegen eben dann schon direkt an dem Tag, wo das Schiff wieder anlegt. Aber gut, die sind ja auch schon ein bisschen länger dann da gewesen und haben Miami dann schon gut erkundet. Ja, und für uns, auch da haben wir uns nicht groß was vorgenommen. Vielleicht machen wir dann nochmal so eine Hop-on, Hop-off-Bus-Tour oder irgendwas. Da werden wir morgen sicher nochmal drüber sprechen, was wir uns da vorstellen. Aber manchmal ist es ja auch ganz schön, wenn nicht alles so durchgeplant ist. Ja, das ist soweit erstmal. Das wird unsere Tour sein. Das ist eben das, was dann auch nach und nach in den Vlogs von der Reise dann kommen wird. Ja, und jetzt geht es weiter mit den Vorbereitungen für morgen Abend. Da hatte ich ja schon erzählt, dass ich das dann hier auch so ein bisschen entsprechend ja, aufstellen möchte. Und da werde ich dann euch natürlich auch noch ein bisschen was zeigen, dass man so ein bisschen die Urlaubsstimmung schon mal mitbekommt und die Vorfreude. Ich sag mal, Vorfreude ist eh die schönste Freude. Und was ich besonders toll finde, ist, dass wenn wir wiederkommen und man dann eigentlich traurig ist, dass der Urlaub ja vorbei ist, dann weiß ich, es dauert nicht mal mehr ein Jahr und dann sind wir wieder dort. Also auch die nächste Tour geht wieder von Miami. Und von daher können wir dann sagen, tschüss Miami, wir sehen uns bald wieder. Gut, ein ganzes Jahr ist es fast noch. Es geht, nächstes Jahr sind wir dann im November, über November dann dort. Aber geht so schnell rum, so ein Jahr ist heute nichts mehr. Ja, also jetzt wirst du so ungefähr, was da noch folgen wird, wo wir so demnächst mal hinkommen. Und ja, falls ihr selber das jetzt seht und wart da schon mal oder so und habt noch irgendeinen speziellen Tipp oder sagt das oder das müsst ihr unbedingt machen, lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Und ansonsten wünsche ich euch schon mal ein schönes Wochenende. Bis dahin, tschüss!